Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Escape the Pacific. Wir bauen uns heute eine kleine Hütte, die was ein bisschen umfangreicher ist als dieses etwas da vorne. Gerade das ist ja ein Häufchen Elend eigentlich. Also besser als nichts. Trotzdem ein Häufchen Elend, weil es hat keine Türe vorne, klarerweise nichts zum Zumachen. Hinten, da zieht es durch wie ein Vogelhäusl. Das brauchen wir nicht. Wir werden uns hier was basteln. Das heißt, wir werden hier mal kurz 4, 3. Wenn hier mal kurz alles abholen, fällen. Ich habe letztes Mal was gebaut. Da habe ich die Grundresources hier, die starken Pfeiler genommen. Wir nehmen jetzt die. Da gehen mehr raus. Ich muss eins holen, kommen zwei solche. Sonst brauchen wir irrsinnig viele Bäume. Das heißt, wir werden das jetzt hier mal starten das Ganze. Hoffen, dass wir es hinkriegen. Den Part nach dem werden wir es im Floß bauen und gucken mal, warum. Geht ja jetzt in dem Fall um nichts. Von daher kann man sich da auch mal ein bisschen blöd spielen. Dann bräuchte ich Fischfangsachen, möchte ich auch noch bauen. Möchte ich alles bauen gleichzeitig, wenn es geht. Kriege ich auch nicht hin. Bin ich zu dumm. So, wir werden das mal, während wir die Ausdauer regen, werden wir hier mal, man kann das eigentlich am Boden schon setzen. So aus, wenn wir hier. Wir fangen mal hier an, so vorne. So. So, hier. Zack, einmal. Leider kann man das jetzt nicht öfter platzieren. Vielleicht ein Shift-Trick wahrscheinlich auch nicht. Oh ja, kann man. Das ist allgemein. Cool. Hier noch. Mit Shift geht mehr. So, wie kriegen wir das wieder weg eigentlich? Also, zerstören, Rechtsklick, sehr gut. Dann war das jetzt mit Shift, wo das gegangen ist, ernsthaft? Shift gedrückt, ja, geht wirklich. Was so, sowas war. Das gleich ist nicht groß aufziehen, aber das, ich sag's euch gleich, das ist viel zu groß, was ich da baue. Viel zu groß. Das brauchen wir gar nicht nachdenken, ob das dauerhaft Sinn macht. Warte mal. Leckt mich am Arsch, braucht das gleiche Mats. Das robuste Fundament wäre mit den Asten möglich. Ah, ist jetzt die Frage. Ja, okay, das ist zu viel sonst das. Einmal das wegmachen. Ich habe letztes Mal Firma 4 schon ewig gebaut. Weil sich jetzt wirklich die Frage stellt, ob sich das überhaupt rentiert. Wie ich was koche, weiß ich noch immer nicht. Da brauche ich die Schale dafür, da brauche ich Fischöl dafür, habe ich nicht. Brauche ich ein Fischfangding. Ja, nee, bleiben wir mal so. Ihr seht jetzt, das dauert jetzt ein bisschen. Muss jetzt hier alles abreißen. Wir kriegen nur zwei Stämme raus aus einer Palme. Da ist die Frage, ob man vielleicht wirklich das weniger stabile bauen. Das mal weg nochmal. Aber ich habe bis jetzt immer alles massiv und stabil gebaut. Baumfeld! Okay, da kriege ich 3 raus. Busch. Wie sie sich im Boden verzieren. Ich den Busch auch mit irgendwas anderem hauen. Mein Hammer wird sich ein Messer. Also, nee, da kommt nichts raus.
Küche machen nicht viel. Aber wenn ich das hier wegräume, kann ich hier noch besser ein Haus bauen. Andererseits weiß ich ja nicht, ob der Schaß wieder respawnt, also lassen wir es mal lieber. Seh, dann respawnt der Baum in mein Haus, haha. Nee, bleib mal hier, das ist schon. Ja, das Stärkere oder das Schwächere? Also schneller werden wir mit dem auf alle Fälle. Für die Wände. Palmblätter brauche ich sowieso auch. Ach scheiße, auf Bammers Massive. So. Schau ist die Wand an. Das Ding hat mir gesagt, ich soll darüber. So her. So. So. Vergessen so. So. Schaut mal gut. Bleiben wir mal so. Bevor wir da wieder völlig übertreiben, gleich am Anfang. Ich bin durstig, sagt er. Ja, da haben wir ja eine Kokosnuss mit, soweit ich das weiß. Komm, Anschlag machen. Gut, aber auch Kokosnüsse. Einmal eine werfen. Seht ihr, das ist dann das große Problem jetzt an dem Spiel, dass die Ausdauer jetzt schon eigentlich komplett weg ist. Ich meine, jetzt schon ist relativ, vielleicht steigert sie sich mit der Zeit und somit ist es Absicht. Aber derweil kann ich nicht recht viel machen. Vielleicht auch mit besserem Werkzeug, gibt es ja auch Spiele. Besseres Werkzeug, was weniger Ausdauer verbraucht dann. Ich kann mir noch nicht sagen, über die Fähigkeiten hier, Ausdauer. Alter. Also während des Laufens. Offen schwimmen, aber ich habe eh keine Tauchen, Ausdauer selbst, Paddeln, Kraft. Ja, ich kann hier eh. Was machen noch? Folgend. Ah, so weit muss ich paddeln. Ich muss mehr Bäume, 20 Bäume fällen, dann kriege ich mehr. Okay, also das geht dann eh von alleine. So, mal nehmen, hinken, runterschmeißen, mit Messer, schade. Kann ich mit der? Kann ich die da? Verstehen? Da brauche ich gerade die Kerze, die braucht die. Mal daher. Kann ich die aufnehmen? Kann ich da Wasser einfüllen? Wäre wirklich interessant, wie das jetzt genau weitergeht. Hoppala. Ich brauche da hinten noch wieder Feuerholz. Feuerholz,
ein kleines Holz und das brennbare Material. Ey, Haverer! So. Das Coole ist, dass ich ja das auch nochmal zerhacken muss. Da geht es einfach ums Prinzip. Ist doch sicher schon. Stammrahmen rundum geben. Brauche ich da Baumstämme? Nee, nicht. Ast. Dann kann ich jetzt eigentlich schon den Ast nämlich rein verfrachten. Einmal. 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 Ein Baumstamm fehlt mir jetzt noch. Das ist der, den ich gerade hacken wollte. Also ein bisschen eine zahre Geschichte ist das Ganze schon. Vor allem ändert sich an dem Stamm jetzt ja nicht mal was. Es ist einfach nur da. So. Hammer. Tja. Erstes Teil fertig. Dann können wir jetzt beim Crafting bauen. Böden, ich den jetzt daher mache, so, der braucht jetzt was. Ein dicker Ast und 15 langer Stock. Sehr hilfreich, dass das geht, das habe ich letztens auch nicht behirnt. Aber ihr seht, das zart sich schon. Das ist schon sehr, sehr zart. Dicker Ast war das, was ich da auch brauche, gell, irgendwo. So, passt. Das ist ein kleiner Stock. Ich stehe ja immer noch wieder da hinten rum, weil ich ja sowieso Ausdauer regen muss. 52. Ah, so geht das. Moment, brennbares Material. Holen wir sich aber gleich noch einen Stock, dass sich das auch wirklich ausgeht. Hier. Ist kein Palmenblatt. Geh weg. Kleiner Stock. Zerschlagt das jetzt, weil das nervt. Lang, lang. Da rein, so.
Ja. So, kocht das jetzt das Salzwasser aus oder was? Ja, 7%, sehr gut. Kann ich da jetzt die Krabbe da reingeben? Krabbe? Nein. Aber warten, wenn das eine Kochstelle ist. Haha! Jawohl! Läuft! Na, sagst nichts mehr. So cool. Das ist ja geil. Also das Spiel macht am Anfang einen scheiß Eindruck eigentlich, muss man ehrlich sagen, so ziemlich. Mausert sich aber durch immer gröbere Mechaniken, lustigere Mechaniken, wo man sich eigentlich gar nicht damit gerechnet hat. Das ist jetzt ziemlich, ja, verwunderlich für mich. Ei. Kocht 103%. Kann man das kaputt machen, leicht? Salz produziert. Nicht leer. Leeren. So. Schätzungsweise die Haltbarkeit erhöhen. Müdigkeit 95, ja, dann gehen wir mal schlafen. Und gute Nacht. Schlaf mal bis zum Sonnenaufgang. Es könnte sich ausgehen mit meiner Müdigkeit ist viel, aber es könnte auch sein, dass ich jetzt mehr Müdigkeit habe, als das bringt eigentlich. Schlafkomfort, das werden wir mit die Betten dann hochtreiben mit der Zeit wieder. Guten Morgen. Alles so brennt, Salz da, sehr gut. Dann geht's jetzt los, was ich eigentlich die ganze Zeit schon angekündigt habe. Wir gehen jetzt Bäume fällen. 1500, pa. Ja, sei ich schon wieder fast unten. Fuck. Alter! Baumstamm. Trocken. Hier ist ein Baumstamm. Ne, jetzt ist das ein anderer Baumstamm, als ich eigentlich brauche. Aber da habe ich ein Problem. Muss ich eigentlich jetzt diese Dinger da wieder abreißen?
Ja. Und über das Crafting-Menü, jetzt weiß ich, warum es das gibt. Das sind die verschiedenen Holzsorten. Den hier machen. Ja, dann geht's. Sind die Gast, weil ich habe nämlich viele von diesen Bäumen hier, sehe ich gerade. Aber wenn über eine andere rauskommt, schau, dauert das 200 Jahre, bis ich fertig bin. 200 Jahre und 5 Äxte später. Und 4. Hämmern wir zusammen. Den Typen geht's wie mir. Der ist müde. Komm schon, mach was. Ja, ich habe einen Bodenrahmen. Geh ich schlafen. Und jawohl, wir sind hier. Wir können wieder Frühgas weiterbauen. So, jetzt muss ich das alles zerklopfen. Jetzt brauche ich nämlich lange Äste. So, und jetzt zack, so. Lang, 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 lang. Jetzt nehmen wir. So, haben wir. So, stehen können wir da einmal. Das ist schon mal was. So, jetzt haben wir den Boden. Ein. Jetzt werden wir nur mal schauen, was wir für die Wände brauchen. Palmenblatt und langer Stock, halb hohe ist mir wurscht, brauche ich nicht. Ach Gott, warum fangt sich denn das jetzt nicht? Gut, also jetzt müssen wir hier Pfeile aufstellen, was ich, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe. Und es dürfen so Wände nur zwischen Pfeiler stehen. Okay. So, jetzt habe ich meine Pfeiler. Brauche ich dicke Ast und Hammer? Und hier. Die Gast habe ich hier kann. Puh, das wird jetzt wieder eine lange Hackgeschichte werden. Ja, warum haue ich eigentlich diesen scheiß Hammer da und weg? Ich hasse das, wenn auf Q dieses Wegwerfen ist. Das habe ich in einem anderen Spiel auch gehabt. Da habe ich da alles weg gehabt. Ich weiß aber nicht mehr, wie das Spiel geheißen hat. Aber das ist mir da genauso auf den Senkel gegangen. Muss ich ehrlich sagen. Gut, wir brauchen noch so einen Ast. Okay, Leute. Mehr ist sich jetzt wirklich nicht ausgegangen. Ich habe jetzt, das ist jetzt aufgehört am Abend, wo ich das Video aufgenommen habe, das vorige. Habe am nächsten jetzt weiter dann. Hat man hier deswegen den Nebelfänger hergestellt, der hat noch nichts von sich gegeben, wirklich. Bis auf so ein kleines Batzal. Hab mir hier zwei Wasserfänger aufgestellt für Regen, die waren sinnvoller. Sobald es regnet, bringen sie mehr. Nur regnet es leider nicht so oft. Und habe jetzt das Haus so weit fertiggestellt, die kleinen Dächer gemacht, weil die großen hier,
brauchen 10 Palmenblätter, die flachen kleinen nur, falsch hier, nur 7. Das ist wichtig, weil, oh, ist verdorben. Abwerfen. Das ist wichtig, weil das Problem ist, damit mir die Palmen ausgehen auf der Insel. Ich habe hier zwar alle möglichen Bäume für Stämme und Äste, das ist kein Problem, aber mir gehen die Palmen aus. Ja, ich habe jetzt noch eine Palme da hinten, eine gefällte und eine ganze. Und da das Spiel mir so ganz dezent rechts oben mir die ganze Zeit erklärt, warum nicht einen kurzen Ausflug machen und nachsehen, wohin der Pfeil führt, brauche ich dafür ein Segel. Auf meinem Floß. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich Segel brauche. Es wird wahrscheinlich auch ohne gehen. Aber ich würde gerne das Segel haben. Das heißt, ich brauche mindestens, ich weiß nicht, wie viele Blätter, auf jeden Fall mehr als die paar, was ich jetzt noch habe. Und wenn ich die letzte Palme fällt, dann ist vorbei mit Palmen und Dach. Deswegen habe ich das kleine hier gemacht. Die Seitenwände fehlen auch genau aus demselben Grund noch. Ich werde das zubauen, sobald ich dazu in der Lage bin, matzmäßig. Jetzt derweil können wir hier pennen. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben eine Kiste, können wir noch reinstellen. Aber jetzt werden wir mal die Insel da drüben betrachten, nämlich indem wir damit dann Floß rüberfahren. Werden wir im nächsten Part werden wir das auf jeden Fall machen. Und zwar schauen wir mit dem Floß rüber. Das Floß, wie gesagt, braucht keine Blätter, das Segel schon. Sieht man hier beim Rezept Boote. So. Wie seht ihr? Baumstamm, dicker Ast, Hammer. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe genug von dem Zeug. Kleiner Stock, Hammer. Ah ja, genug. Paddel habe ich eins gefunden. Okay. Wir könnten auch mit dem rüber paddeln. Aber ich hätte gern ein Segel. Da brauche ich 8 Palmenblätter. Das ist ungefähr so viel, wie eine Palme hergibt. 10 gibt eine Palme normal her. Das ist ziemlich genau. Das Segelmaß mit Windfähnchen, ja, das ist schön, das ist mir aber wurscht. Gut. Heißt so viel wie, das werden wir beim nächsten Mal machen. Wir werden uns das anschauen. Und von daher, wir sehen uns beim nächsten Mal auf der Insel da drüben. Wobei, morgen, übermorgen erscheint Icarus. Mal schauen, ob sich die Parts hier nicht ein bisschen verzögern. Icarus ist dann doch wichtiger für mich. Aber das kommt auf jeden Fall und ein neues Projekt steht an. Noch dazu, zu Breakwaters dann, nämlich ich habe vor, The Forest zu spielen. Da The Forest heute, Donnerstag, 2. Dezember, mit einem Trailer einen Release-Termin gekriegt hat. Ich weiß nicht mehr, wann der genau war, ich glaube März oder so. Das ist für 3 Monate Zeit und Sons of Forest, eben der Nachfolger, ist ein Sequel und kein Prequel. Heißt so viel wie, das ist danach angesetzt. Das heißt, ich vermute, dass die Story ein bisschen wenigstens zusammenhängt. Wird wahrscheinlich auch ohne gehen, aber ich würde es gern sehen. Ich habe schon lange Grund gesucht, The Forest zu spielen. Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich ihn. Das heißt, The Forest ist incoming auf dem Kanal und wird dann auch wahrscheinlich eine wichtigere Rolle einnehmen, weil ich denke mal, dass das eines der besseren Survival Games ist, was man so hört. Aber zuerst mal die neueren, weil noch Zeit ist. Auf jeden Fall bis zum Release von Sons of Forest sollte normales Forest durchgespielt sein. Hoffentlich. Hoffe ich jetzt mal. Man kann ja nie voraussagen, was passiert, ne? Aber ich denke mal, das wird sich ausgehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Genug Content incoming. Jetzt gerade ein bisschen flau gewesen, weil eben New World doch schneller abgesackt ist als erwartet. Wobei ich glaube, das kommt wieder, meiner Meinung nach. Und sonst habe ich hier so kleine Spiele, Demos, ja, muss noch anzockt werden. Ich finde, dass so kleine Spiele wie das hier ist, 2018 in Early Access gegangen, ich finde, das braucht auch Aufmerksamkeit. Ich weiß, das ist für den Kanal jetzt nicht das Beste von den Views her. Das ist mir aber vollkommen blunzen. Wenn das Spiel gut ist, dann gehört's herzeigt. So machen wir es auch weiterhin. Deswegen wird es immer wieder kleine Demos von Indie Games geben. Die sind teilweise ja sehr gut. Valheim war ein Beispiel dafür. Kleines Studio, keiner hat es irgendwie geglaubt. Bam! 5 Millionen Leute. Zumindest haben sie es geschrieben. 5 Millionen Vikings. Okay, gut. Dann lassen wir den Part mal hier so stehen. Ich hoffe, der nächste kommt noch gleich hinten dran. Ich kann es aber nicht versprechen. Und ansonsten geht's weiter mit Icarus dann. Da werden wir doch ein bisschen rumhängen drin. Und dazwischen wird natürlich auch das Spiel immer wieder weiter
gespielt, genauso wie alle anderen, die was Updates kriegen und es wert sind. Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Abo, like, comment nicht vergessen. Bis dann und ciao.